Wir zielen in Richtung der Zone. Bisher hat noch keiner nach hinten geschaut und euch ja noch nicht entdeckt. Hätten wir uns mal verpisst, ey. Sieht man, wer, wie viele Waffentypen da vorhin, oder wie viele Scharfschützen da sind? Wie viele? Ja, etwa die beiden äußeren von den 10 und der mittlere, also 3 von 10 quasi. 3 haben Scharfschützen. Also die beiden in der Mitte, die beiden am äußeren, so 4 von 10. Aber es ist ja echt schwer zu treffen, weil wir liegen in der Kuhle drin. Und wenn wir rangehen... Wir gucken so ein Stückchen raus. Wir gehen ja nicht ran, wir bleiben liegen und schießen. Nein, aber ich meine, Andreas und ich werden wahrscheinlich rangehen. Ja. Das, weil ich werde schießen mit sechs werde ich auf die schießen. Auf okay. Sichtkräfte. Okay. Na, Knie schießen erstmal auf die Beine. Irgendwie Hüfte ist gefährlich. So. Polytrauma, das ist vorbei. Es fängt an. Es fallen Schüsse. Tot. So, jetzt müssen wir nach unserem Plan die nur wenige Zeit später. Also es fallen Schüsse, die nach und nach schießen so ein bisschen. Erst die mit den Scharfschützengewehren, die erkennt. In der Ferne, dass irgendjemand getroffen wird von euren Leuten, konnte aber nicht erkennen, wer das ist. Wenn sie sich alle nach... Sehen wir den Turm? Ich wollte gerade sagen, wenn sie sich alle dem Plan nach gehalten haben, sollte es nur ein normaler Soldat, also nur ein weiterer der zwei Alexis-Soldaten gewesen sein, theoretisch. Oh nein. Wir sind schon mal nicht First Blood. Geil. Und wie sich rausstellt, fliegt dann irgendwas abgesehen von Blut aus Richtung der Zone und eine gewisse Nebelwand tut sich auf. Das Problem ist, was weder ihr noch der Taktiker Alexis bedacht habt, ist, dass die Türme ja eine gewisse Höhe haben und der Rauch durch den Abstand von 30 Metern und so weit, wie die geworfen werden, nicht so hoch geht, dass die ganzen Türme komplett bedeckt sind. Das heißt, quasi vom Waldrand aus kann man die Turmspitzen definitiv noch erkennen. Aber das heißt ja auch, die Turmspitzen können ja auch den Waldrand erkennen. Richtig. Aber die sind quasi im Nebel drin, oder wie? Nee, die Nebelwand ist vor dem. Vor dem? Die ist so. Die Nebelwand ist gerade hier aufgeploppt. So. Nein, da. Meine Idee war, die einzunebeln. Ja, aufgeploppt. Und dann aber die können noch schießen und die können noch schießen. Genau, Alexis und ein weiterer Soldat können schießen. Slimov kann quasi nichts erkennen, Fury auch nicht. Gut, dann würde ich sagen. Unser bester Schütze kann nicht erkennen, Alter. Würde ich sagen. Weil jetzt geht ja der Plan los. Wir fangen an zu schießen. So, wer von uns fängt jetzt an? Schnick, schnack, schnuck. Ich nicht. Ihr seid zu weit voneinander entfernt. Du hast gesagt, nein, schieß für uns jetzt. Einfach uns jetzt. Du hast gesagt, du schießt als erstes, wenn Schüsse fallen. Achso, stimmt. Ich muss erst erstes. Okay, dann ist das eine Ausnahme. Herman schießt als erstes und danach schießt Izumi Dwayne Barry. Scheiße. Herman, Izumi Dwayne Barry. Also, ich schieße jetzt auf den Äußeren, ganz klar. Okay, dann kannst du das erstmal tun. Yeah. Gut, das sieht schon mal gut aus. Wo hast du hingeschossen? Du triffst alles auf den Kopf. Okay, gut, dann triffst du den, brauchen wir keinen Schaden erwürfeln. Ach, ist tot? Dann haben wir was für ein Sturmgewehr? Scharfschütze? Ja, der äußere sind die Scharfschützen. Hat er jetzt eine Scharfschütze umgebracht? Ja, hat er. Das ist schon richtig gut. Dann ist jetzt Izumi. Du möchtest mit deiner Pistole vermutlich schießen? Ja. Mit dem Katana. Hey! Es ist kein Katana mehr, es ist ein normales Schwert. Du hast auch den anderen. Also du hast 6, genau. Bam, Junge! Okay. Sag, du hast auf den Kopf geschossen. Da ein Kopf immer ein Malus von -4 wäre, würde es den nicht treffen. Ich würde dir also anbieten, in den Unterkörper oder Oberkörper zu schießen. Boah, ich nehme einen von den Gewehrschützen. In den Unterkörper. Und ja. Ich darf nichts sagen. Oh Mann. Was? Unterkörper, oder? Oberkörper. Na, Oberkörper definitiv nicht. Ich würde dir sogar anbieten, die Schulter oder den Arm zu treffen, im ungepanzerten Teil. Aber nicht den Kopf, so viel kann ich sagen. Die Kehle? Die Kehle ist nicht der Kopf. Oh, entscheiden Sie sich bitte schnell. Die Waffenhand, also Waffenarm. Okay. Ja. Gut, dann würde ich da auch mal wieder den Schaden würfeln. 2W6 war das. Du hast Handfeuerwaffen. -5. Okay. Das heißt, wir haben 5 Schaden auf den. Wie fällt die Pistole an sich? 2W6. Achso. Und dann noch bei einem -5. Das heißt, die so, dann haben wir jetzt einen Dwayne. Das Dwaynchen schießt auch mit einer Pistole, wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich für eine Waffe habe. Eine Pistole! Ja, erst wenn du treffen kann. Alter, ihr würfelt alle zwei. Das ist doch gezinkt! Das ist doch gezinkt! Wieso ist der gezinkt? Der andere ist doch auch so. Ich habe gerade mit einem anderen gewürfelt. Ja. Schlacht an der Waffe. Du hast -1 insgesamt. Oh! Okay, also du machst 2 Schaden auf. Du musst ja Schädel. Du musst ja sagen, 2W6. Oh. Und 2 Schaden auf dem Kopf ist halt schon ein richtiger Schaden.
Du hast zu 3 gewürfelt, okay. Kannst du mal mit 0 dran rein. Der Kopf tot. Okay, ja. Der Kopf ist tot. Aber wie haben wir es schon ausgehen? Wir haben jetzt 2 rausgenommen und einen Kampf und fertig gemacht. Ja. Richtig gut. Und jetzt ist deine Sache mit 6. Nee, 9 hattest du, ne? Mhm. 9. Und du schießt mit. Im Sturmgewehr. Mit meinem Gehstock kann ich nicht schießen. Ja, okay, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob du eine Pistole hattest. Das ist gerade noch so drin. Sehr gut. Das ist allerdings definitiv nicht Kopf, ja, das ist okay. Wie viel Schuss gibst du ab? Ich würde dir 1-3 geben. Aber ich treffe trotzdem alle 3 trotzdem Rückschuss. Das müssen wir gleich nochmal kurz überprüfen. Wenn du nur einen nimmst, würfelst du so viel, wie du halt Schaden machst. Wenn du 2 oder 3 nimmst, wenn du 2 nimmst, dann kriegst du nur Schaden, wenn hier was über 2 ist, einzeln jeweils. Und wenn du 3 Schüsse abgibst, nur über 3. Dann darf ich aber dementsprechend nur so auf werfen würfeln, oder wie? Nee, einmal. Also du hast ja sowieso nur 1W6, genau. Das heißt, wenn du 1 Schuss abgibst, machst du so viel Schaden, wie hier ist, plus deine 5. Wenn du 2 Schüsse abgibst, machst du nur Schaden, also die plus 5 sowieso, aber nur den Schaden, wenn es über 2 ist. Und bei 3 Schüssen nur, wenn es über 3 ist. Also es ist ein bisschen Risiko. Ich verstehe die Rechnung gerade. Wenn du 2 Schüsse abgibst, ja? Tick, tack. Achso, natürlich darfst du dann 2 oder 3 Mal würfeln. Natürlich. Weil für jeden Schuss 1, richtig. Aber der Ich möchte hier 2 Schüsse ab und das ist safe. Also nur wenn du da mehr als eine 2 hast, dann machst du diesen Schaden. 5 Schaden machst du definitiv, also 10 Schaden machst du schon mal 100 pro auf den Waffen ab. Das ist nicht drin. Das schon. Also du machst 15 Schaden auf dem Waffenarm, das ist schon was. Also Wunschstelle überschritten. Ausgebaut. Ne? Wunschstelle überschritten. Ganz klar sowieso, ja. Jetzt ist jetzt ja noch der Soldat dran, ne? Einmal, das sind 3 von 10, ja. Der trifft aber nicht. Na, 2 sind... 2 sind tot, einer ist ohnmächtig und einer ist angefragt. Mit Alexis und dem anderen Soldat auf dem Turm? Wunschstelle überschritten heißt nicht ohnmächtig. 2 sind ausgelockt, also 2 sind kampfunfähig. Einer ist ein bisschen ganz schön abgefuckt, der andere ist angefuckt. Alexis und der andere Soldat auf dem Turm müssen wir schießen. Der andere Soldat hat sich von dem Turm zurückgezogen wegen des Feuers von dem. Und Mr. Smirnoff. Smirnoff sieht man nicht. Achso, der sieht nichts. Der Alexis trifft. Der hat die Stimme. Macht 4 plus 5 macht 9 Schaden quasi. Auf einen weiteren sagen wir mal relativ hoch. Wir haben jetzt sagen wir mal 3 ausgenockt und 2 tot. So, das heißt 3 plus 2 macht 5. Sie sind noch 5 da. So, natürlich jetzt sind die dran. Haben die sich jetzt mittlerweile auch, haben die es mittlerweile auch gecheckt. Und legen sich flach auf den Boden. Und da dann ein ganz kleiner Huckel zwischen euch ist, seht ihr sie nicht mehr. Und auch die Nebelwand verdeckt die Leute jetzt. Alle wie koordiniert liegen sich alle flach auf dem Boden. Sodass quasi kein Kontakt mehr, kein Sichtkontakt zwischen irgendwem von euch besteht. Hat noch innerer, außer wir reichen. Ich kann jetzt nicht einen Haracash machen, Alter, ich bin nur tot. Das ist doch jetzt eigentlich euer Ding. Irgendwie schon, ne? Ich versuche erstmal bis zur... Aber darf ich bis zu der... Darf ich bis zum Muckel gebückt laufen? Du darfst auch kriechen, also so. Ohne zu gurgeln? Ja. Nur die Frage ist, ob du gehört wirst. Das ist was? Hast du Schleichen? Naja, es fallen doch Schüsse, Schleichen, oder? Ja. Was? Es fallen doch Schüsse. Gerade ja nicht. Ach so. Wenn du Schleichen hast, würde ich das auf den Schleichwert nehmen. Oder Körperwerfen? Ja. Ich nehme so Schleichen. Mut, Intuition und... Gewandtheit. Also. 7 zum Ausgleichen. Komm. Wenn ich wage, der nicht gewinnt. Das ist das erste. Also 7. Mut. Du bist 6, du hast noch 1 zum Ausgleichen. Intuition hast du 14. Mhm, super. Und Gewandtheit hast du... Brian? Nee, wie heißt du doch? Brian. Barry. Wo ist denn das Ladekabel für mein Ding jetzt hier? In meinem Rucksack, warte. Nein! Ich hab 30 Sekunden. Der Rucksack ist doch hier. Ja, das ist ein Stecker, da ist er. Warte, du bist das Falsche. Nein, das ist meins, aber ohne Stecker. Nee, doch nicht. Nee. Steck mal rein. Das ist meins. Nein, das ist meins, du Trottel. Das ist meins. Boah, aber den Stecker jetzt hier. Steck mal rein. Eieiei. Nein, das ist falsch. Ja, wie gesagt, das ist meins. Das hier ist meins. Chill doch mal. Steck rein. So. Oh,
So, was wolltest du sagen? Ja, ich wollte sagen, du tust nicht, aber du schaffst es nicht, dich dahin zu schleichen, ohne dass sie dich hören. Aber du kriegst halt trotzdem und dabei kriegst du so viel Boden an dir rangerieben, dass der nächste Schuss, der dich insgesamt treffen würde, keinen Schaden macht. Durch die Eins. Was habe ich für ein Treffer? Was habe ich für Skets? Sie haben mich zwar gehört, drehen sich jetzt zu mir um. Ich weiß nicht, du siehst sie nicht. Ich bin ja kurz für den Plan. Habe ich auch genug Dreck am Kopf? Ja. Nur mal kurz für den Plan. Der nächste. Ich stehe hier. Der hier Nein, ist. Du da. Naja, der hier ist raus. Der ist raus aus der Band hier. Das heißt, es geht nur noch nach hier. Den Koch, den haben sie eventuell gehört. Ja, da befindet sich irgendwo. Warte, lass mich mal kurz. Wo ist denn diese Düne? Ungefähr hier. Also quasi fast direkt hinter dir. Also, 2 Meter oder so. Genau, machen wir bitte nicht mit dem das. Ich muss gerade mal überlegen, in der Mitte waren 2 Scharfschützen, ne? Ne, in der Mitte einer und jeweils an der Mitte 2. Ich hab ihn schon raus. Achso. In der Mitte 2 außen 2. Also sind 2 in der Mitte, 2 Scharfschützen, einer mit einer angefrackten Hand. Okay. Na, der kann auf jeden Fall die Waffe nicht mehr halten mit der Hand. Ja, also 15 ja. Weg, sage ich mal, jetzt einfach wahllos. Wo stehen noch welche? Also, ich lunch mal rüber. 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde auch mal kriechen. Ich krieche auch hier. Ne? Aber die liegen trotzdem. Ja, ich krieche auch. Hast du Schneiden? Wenn dann, wo steht denn das? Links, körperliche. Nö, also ich schon mal nicht. Scheiße, Alkoholverträglichkeit habe ich vor. Was? Du kannst saufen hier schon nicht, Alter. Ich kletter auf einen Baum. Kleine Reminder, 18 Minuten haben wir noch. Bitte, viel Spaß. Nee, lieber nicht. Okay, du kletterst nicht auf den Baum. Du bist doch gezwungenermaßen nichts machen, wir können noch warten. Nee, wir warten noch kurz. Ich bin übrigens super gut im Verstecken. Ich würde sagen, wir warten kurz. Ich würde auch mit rankriegen, ich habe aber kein Schleichen. Also höchstens Körperwerk. Möchtest du trotzdem was anderes machen? Was denn? Ja, du kannst auch so rankriechen, dass sie dich hören. Weil bei ihm ja auch so, das hat noch keiner geschossen. Ja, ich würde sicher ran. Na, dann kriegst du ran. Okay, super. Und du? Ich bleib, wo ich bin. Okay. Gut. Der Soldat geht jetzt langsam in die Hocke und mit hochgenommenem Sturmgewehr möchte auch er, geht er langsam in Richtung und gibt den anderen, die noch hinten geblieben sind, also euch beiden, So ein Zeichen. Ja. Ich folge dem Zeichen definitiv. Ich stehe auch auf mit meiner Pistole und gehe hoch so ran. Okay, und du? Alter. Werden alle sterben. Ein bisschen abfackeln. Ich schleiche auch zum nächsten. Ich habe 15. Also wir können ja uns dann so hinstellen, sozusagen, dass wir auch noch verdeckt sind. Oder? Dass wir nur rüberlöckern können oder bei uns schnell wieder runterholen können, ja, oder? Ja, also wenn ihr so in der Hocke geht, würde ich sagen, die hinter dem Hügel sehen euch noch nicht. Gut. Und wenn wir aufstehen, sehen wir wieder? Was wir schleichen. Ist wurscht. Achso, nee, ihr hockt in den Aufstand. Das ist so. Gut, das ist okay, du musst nicht gesehen werden. Gehört werden. Das ist okay, das Schleichen, du hattest jetzt 2 gewürfelt auf Mut. Gut, dann hast du noch 15 mal ausgleichen. Intuition, 10. Ja, super, ich glaube, du kannst gar nicht mehr verkaufen, wirklich. Nee. Ich kann ja jetzt, wenn. Also die haben ihn jetzt nicht gehört. Ja, das heißt, wenn wir Stress machen, sehen die ihn nicht. Und den Soldaten auch nicht. Aber ich. Ja, okay. Sag erstmal dabei rein, aber ich würde noch eine andere Sache durchziehen, bevor. Ja, zieh durch. Na, ich würde jetzt nämlich einfach nur mich da so ranrobben und puff puff machen. Mhm. Na, ich schleiche mich so ran, dass ich quasi seitlich zu denen stehe. Also, dass die in einer Reihe so und ich stehe zu seitlich. Ich alle Töten, Alter. Gut. Dann kriecht ihr so langsam daran. Ihr halt in der Position, ihr beide. Und dich hört man nicht. Und dich sieht man ja auch sowieso nicht. Weil dafür ist noch zu dunkel. Ich bin dreckig. Ja, das ist dreckig. Ich würde es einen Schuss aushalten. Das ist ein Dreckpanzer. Und an dir fliegt in dieser Sekunde ein Schuss vorbei. So wie insgesamt um eure Füße herum relativ viele. Der Nebel müsste jetzt, der Rauchkader müsste jetzt langsam verzogen sein, ne? Richtig. Das heißt, die von drin können ja auch wieder schießen. Richtig. Sie tun es aber nicht. Denn als sich der Nebel lichtet, seht ihr, dass ein paar Leute an dem Zaun eurer Zone stehen. Nicht viele, 2, 3 vielleicht. Aber die zählen hoch. Und
es wäre natürlich viel zu schade, euch mal ein bisschen Erfolg spüren zu lassen. Deswegen kommen natürlich aus der Mitte des Waldes von hinten ein paar Leute in eure Richtung. Warte mal, die drei, die hier jetzt vorne am Zaun stehen, sind das von den 15, die da waren schon? Oder? Nein. Nochmal noch zusätzlich? Naja, es war ursprünglich gesagt 17. Also könnt ihr maximal, wenn da drei Leute am Zaun stehen, vier von hinten kommen. Nur noch vier von hinten kommen. Ja, ihr könnt allerdings jetzt gerade noch nicht deuten, wie viele das sind. Die, wie gesagt, die schießen von hinten auf euch, da kommen jetzt gerade die Schüsse her, aber um euch rum, es scheint fast so, als würden sie euch absichtlich nicht treffen wollen. Ein Mann mit Schnauzbart und Glatze hat sein Schwert nur so, also nicht im Anschlag, sondern einfach nur so tragend und sagt, also kommt halt in die Richtung. Und freut sich. Er freut sich richtig. Voll die Falle, den getappt hat. Es hätte weniger passieren müssen. Oh Mann. Hätten sich die Leute einfach direkt hingelegt da vorne. Ha! 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 Also er lacht, ich kann gerade nicht sehen. Na, könnt ihr euch gerne mittlerweile umdrehen, ja. Ich drehe mich um. Bin ich in dem Dreck versteckt? Guck ihn an. Ja, und siehst du mir noch um etwa 16 Soldaten. Ich steck meine Waffe in den Gürtel hinten rein so und lauf so auf ihn zu und will mit ihm sprechen. Ich hoffe, ihr merkt, dass ich euch dieses Mal gerne, also dass ich gerade momentan sehr viel Spaß daran habe, euch alle Chancen zu nehmen. Ja. Aber ihr könnt es ja auf andere Arten immer noch gut. Und Alter, wir wollten endlich mal kämpfen. Ja, ihr habt ja auch kurz gekämpft. Oh! Aber ich kann nur sagen, ich habe einen Headshot gemacht. So. Das ist außerdem noch voll dunkel, oder? Kann ich ja noch zwei, drei abmoxen. Assassine. Nein, hab ich's gesehen. Das ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Aber ich bin auch super im Verstecken. Ist ja dunkel. Bonus. Du kannst dich gerne noch schnell verstecken. Ja, ich will ja schießen, wenn ich will nicht verstecken. Ja, du sagst einfach. Ich gehe so, also mit diesem, mit so einer lässigen, ist mir völlig egal, die Wichserhaltung, gehe ich auf diese Wichser zu und mit denen reden, was passiert. Wenn ich mich vorstellen darf, mein Name ist Simon, vielleicht habt ihr schon von mir gehört. Wenn der Plan mit unserem Kumpel Jack aufgegangen ist, dann solltet ihr von meinem Namen schon mal gehört haben. Es ist schade, dass er es nicht rausgeschafft hat. Sorry. Die Wichser, die ihn mitgenommen haben, die haben versprochen, wenn er kooperativ ist, wenn er so tut, oh ja, alles wird gut, oh mein Gott, ich werde sterben, dass sie ihn dann am Leben lassen. Es hat nicht funktioniert. Das ist scheiße. Und das macht mich wütend. Aber dann haben wir schon mal einen gemeinsamen Feind. Ja, und ihr habt jemanden bei euch, der statt ihm überlebt hat. Genau. Und ihr habt Kram, den wir haben wollen. Ja, aber warum wollt ihr uns klein machen? Wir haben maximal noch Essen für 10 Tage. Das ist es nicht wert, oder? Wir haben für 10 Tage Essen. Das Einzige, was wir haben, ist eine Bretterbude, eine schwule Pistole, die ich in meinem Gürtel habe. Mehr Happen haben wir nicht. Ihr habt Rauchgranaten, Sturmgewehre. Weißt du, wo die letzten drei Rauchgranaten herkommen? Aus dem beschissenen Bunker, den wir unter uns hatten, der aber von Zombies überrannt wurde. Ja, wir natürlich. Ich würde in eurer Situation jetzt auch alles sagen. Ja, kannst du gerne gucken, komm. Hab mal nicht so eine große Fresse. Ich hab alles verloren. Hab mal nicht so eine große Fresse. Ich hab alles verloren. Ich mach den Monkey. Halt dein Scheißmaul. Ich mach den Monkey Ruffy. Halt ich mach den Monkey Ruffy und grinse. Okay. Ich sage, ich möchte halt losreden. Halt deine Fresse oder ich knall den Typen mit dem Bart ab. Scheiße! Eins, zwei, drei, vier, fünf. Alle hierher. Ihr stellt euch jetzt alle nebeneinander an die Bäume hier. Einer an einen Baum. Ich bin noch versteckt, oder? Du hast dich nicht versteckt. Ich bin dreckig. Ich habe schon gesagt, von hinten haben sie dich gesehen. Achso, ja gut, ja. Dein Movement gerade. Ja. Alle an einen Baum. Ich gehe zum Baum und sage ganz ruhig, lass mich eine Sache erklären. Lass mich eine Sache versuchen zu erklären. Wenn ihr uns jetzt hier tötet, habt ihr gar nichts. Wenn wir euch jetzt hier töten, haben wir alles, was ihr noch habt. Und wir können eure ganze scheiß Stadt verschrotten und alles mitnehmen. Holz, Metall, von mir aus ganze Möbel.
Den Zaun können wir auch irgendwie verwenden. Stacheldraht, Wachtürme mit Leuchten. Ich glaube, wir können schon noch eine ganze Menge abstauben von euch. Und ist es nicht besser, weil wir wissen von den Plänen von unserem Feind, wo auch dein Typ draufgegangen ist, der, by the way, von dem Penner einen Schuss in den Kopf bekommen hat, vor den Augen meines Freundes, der, die uns angekündigt haben, die lassen uns geben. Uns nachdem euer Freund ihm das Genick gebrochen hat. Die Leute haben ihn nicht getötet, die Leute haben ihn erlöst, damit er nicht zu einem von den Viechern wird. Ja, er hat zu uns gesagt, wir sollen sehen, dass wir da rauskommen. Dass er uns nur verarscht hat. Ja, okay, er hat uns auch verarscht. Ja, er hat gesagt, Jack kommt da wieder raus. Jack ist da nicht wieder rausgekommen. Euer Typ schon. Ja, nur weil die mit uns spielen wollen. Genauso wie die mit euch spielen wollen. Ich fänd's fair, wenn ich euren Typ abschieß. Lass uns doch mal reden wie militärisch gleichversierte Menschen. Lass die Waffen oben. Ich steck meine weg. Wir haben den gleichen Feind. Die wollen mit uns spielen wie so ein Wollknäuel, weil sie sich an euch nicht rantrauen. Warum arbeiten wir nicht zusammen? Wir haben eine kleine Scheißzone, die euch nicht gefährlich werden kann. Wir wollen weiterhin in der Stadt was säubern, was erschließen, wovon wir alle was haben könnten, von neuen Wohngebäuden, die ihr damit verschotten könntet, Ressourcen und so weiter und so fort. Und wir könnten diesen komischen Wichser da verarschen. Mhm. Diesen komischen Wichser, der du müsstest dich gerade mal ansehen. Wieso? Ich find's eigentlich besser, wenn wir euer Zeug nehmen, eure Waffen, ich das auf meine Leute aufteile. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich mehr davon hätte, wenn meine Leute noch länger überleben und stärker bewaffnet sind, als wenn ich noch mehr Mäuler durchfüttern muss. Ihr müsst uns ja nicht durchfüttern. Wir machen unser Ding. Wir greifen euch nicht an. Aber dann haben wir euer Zeug nicht. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Wir haben für 10 Tage Fressen und 5 Pistolen. Wir haben gerade mit Pistolen gegen... Schade! Ja, Jack hat schon gesagt, Jack hatte recht. Du bist nicht der Hellste. Wenn ich nicht der Hellste wäre, dann würde ich jetzt an den Baum stehen und nicht ihr, die auf so eine Scheiße reingefallen seid. Das hat sehr viel mit Helligkeit zu tun, wenn man mit 30 Mann gegen 5 Leute jetzt hier den großen Schwanz raushängen lassen muss. Weißt du, was ich dazu sage? Fuck you! Kannst ja gar nicht. Du kannst mir mal die Eier lutschen. Das werde ich nicht tun, ja, weil ich sie dir hab. Der Junge gefällt mir. Was? Ich hab meinen Bruder verloren. Mir ist alles scheißegal. Ein Bruder. Du bist nur der Halbbruder. Du bist nur ein Halbbruder, mein Junge. Nein, ich bleib bei meinem Plan. Ich muck's euch alle ab. Ein nach dem anderen. 1, 2, 3, 4, 5. Wie viel habt ihr da drin noch? 1, 2, 3, 4, 5. 5 oder 6? Ah, nein, der eine Typ ist kürzlich gefahren, oder? Ist schon, 5! Ist schon geil, wenn Leute, die eigentlich alle nur ums Überleben kämpfen, die einzigen Leute töten, beziehungsweise die Leute töten, die genau das gleiche Ziel haben. Weißt du, wie viele Leute ich schon getötet habe und wie scheißegal mir das ist? Das ist ja traurig für dich. Willst du an meinen Bart lecken, Mann? Kann ich gerne. Wenn du mir am Bart leckst, dann lasse ich dich doch als Letzten hier überleben. Okay. Und ich gebe dir eine richtige saftige Kopfnuss. Alles bis 19 trifft. 20. Ah. Wie gesagt, der Junge gefällt mir. Den lassen wir bis zum Schluss leben. Damit er zusehen kann, wie alle von seinen Leuten einfach abgemurkst werden. Ich geb's mir gar nicht. Wie ist es dir? Wie ist es dir am liebsten? Du darfst dir sogar den ersten aussuchen. Deine Mutter. Du hast viel zur Auswahl. Oder sehe ich in deinen Augen, dass du die Entscheidung schon längst gefällt hast? Ich verschrotte keine japanischen Autos. Ich verschrotte keine japanischen Autos. Stehst du auf Schwedinnen? Die haben große Brüste, habe ich mal gehört. Wir hätten heute im Angebot. Schön. So, dann hebe ich mir die vielleicht als Letztes auf. Und dich als Vorletztes. Merken wir das, wenn ich über die Hügel rolle? Natürlich. Scheiße, du stehst mit am Baum. Ich stehe gar nicht mit am Baum, habe ich gar nicht gesagt. Bis jetzt bin nur ich zum Baum gegangen. Also ich gebe euch jetzt noch eine Chance. Wenn ihr euch jetzt nicht alle an den Baum stellt, dann machen wir das schlimm, so nach und nach die Gliedmaßen abhacken und so weiter. Und dann vergewaltige ich euch noch alle oder sowas in der Art.
Also stellt euch an den scheiß Baum oder wir machen es brutal. Ich stehe echt schon da, von daher. Ich stehe mit einem schönen Grinsen am Baum. Ich gehe auch zum Baum, aber der sieht mich ja nicht. Ja, wenn du hier, so, Hand vor der Augen, dass du die Augen genießt. Ich kann die auch einfach zumachen. Ja, komm zum Baum, du kommst uns eh keine Chance weiter. Aber ich sage euch was, ich verspreche euch was. Jetzt die Lage zieh durch. Einer stirbt. Der Soldat. Also, ja, ich sag noch einmal. Jeep angefangen. Ich sag noch einmal. Wen als erstes? Ich gebe dir eine Chance. Du darfst den ersten entscheiden. Der erste ist umsonst. Ganz normal, nur ein Kopfschuss, ganz schnell weg. Ich verrate meine eigenen Leute nicht im Gegensatz zu dir. Wir kommen so nicht voran. Nein, ist okay, such ich mir aus, Er zerschießt den Kopf vom Soldaten. Von dem übrigen Soldaten. Macht logisch. Ist logisch. Drei in die Mitte, der Soldat. Darauf habe ich jetzt mal auf deine spielerische Dings vertraut, so dass du das auch tust. Das war aber echt Zufall. Ich hätte jetzt gerade nichts über die Reihe eingefallen. Hier sagen können wir Soldaten. Scheiße. So. Ich hoffe, die Wahl war noch okay für dich. Es geht nämlich noch weiter und wir wollen uns ja Stück für Stück steigern. Nee. Willst du jetzt echt sterben, Alter? Bevor ihr sterbt, mach doch was! Wie gesagt, der Junge gefällt mir. Auch wenn er älter ist als ich, er gefällt mir. Der Junge. 40, Alter. Okay, ich frage euch, ich frage euch jetzt mal kurz außerhalb des Spiels was. Soll ich das jetzt noch als. Also, ich sage es jetzt ganz offen und ehrlich: Ihr könnt machen, was ihr wollt, einer von euch vieren wird jetzt sterben. Punkt. Alter, ich bin so kurz davor, mich aufzuziehen. Ich raus. Egal, wie viel er gemacht hat oder wie mega wichtig er ist oder wie es die Story kaputt machen würde, ich spoilere euch so viel, das wird jetzt passieren. Die Frage ist an euch jetzt in den letzten 3 Minuten. Soll ich es noch fertig bringen oder soll ich mir den Moment fürs nächste Mal aufheben und dann riskieren, dass einer quasi umsonst gekommen ist und nur noch als Zuschauer? Mach's jetzt. Wenn mach's jetzt. Nicht, dass schon wieder in 4 Stunden. Ja, vor allem am Ende, wenn. Kannst du die Fahrt sein? Mich und Mark kannst du nicht töten. Natürlich kann ich das. Nein, weil ich nehme mal Mark mit. Und das ist meine. Dann kannst du mich nicht töten. Habe ich rausgeschnitten, den Namen? Ach, verflucht! So. Ich glaube, wir von euch jetzt von Leber her. Die Entscheidung steht in meinem Kopf schon lange. Den Grund nenne ich euch hinterher, aber egal wer von euch es ist, ihr müsst mir bitte versprechen, dass egal wie ihr das ja, wir sind dir böse, ja. Es mir nicht böse nimmt, weil es ist halt alles ruhig. Ich will nicht als erster sterben. Und ich mache es halt so, wie es quasi wichtig ist. Richtig ist. Okay? Es fliegen von allen Richtungen Schüsse, auch aus den Bäumen, und quasi etwa von den 30 Mann, die da sind, sind etwa 28 tot. Abgesehen von euch. Simon steht noch, guckt übelst verängstigt durch die ganze Gegend. 4 Soldaten, andere leben noch, halten euch 4 Sturmgewehre an den Kopf. Die stehen vor uns, oder? Aus sicherer Entfernung, aber ja. Was heißt sicher? Wie weiß so viel, dass ihr es nicht greifen könnt. Ihr habt ja eure Waffen ohne Halle, ne? So. Ja. Von den Bäumen, also aus den Bäumen läuft jemand davor, springt nicht runter, setzt sich auf den Baumstamm. Ihr habt es kaum gesehen, oder? Das habt ihr kaum gesehen. Das war so klar, ja, das war so klar. Simon, wir hatten mal so eine Verabmachung. Es hieß, ich meine, meine Freunde tötet man nicht. Ich sehe hier, wie ihr Dwayne eine Knarre an den Kopf haltet! Ich kann mich nicht ganz so rum. Sorry, ja. Simon. Weil du auch mein Freund bist, darfst du einen von denen noch erschießen, bevor ich dich abschieße. Krieg ich den Wichser? Nein, du könntest mich erschießen. Wieso sollte ich? Du hast uns gerade den Arsch gerettet. Ich habe euch den Arsch gerettet, aber ich habe auch schon echt Scheiße gebaut bei euch. Dir kann ich nicht vertrauen. Einen. Muss er nicht runterziehen? Er sitzt auf dem Baumstumm und Simon steht. Ach, stumpf. Ich habe schon. Das war eine Ninja-Aktion, Alter. Okay. Tick-tack. Ihr dürft jetzt einmal raten, was sein tun wird. Ich sag, der schießt auf mich, weil ich in der letzten Session am längsten dabei war.
Ich denke, der geriet in Panik und erschießt sich selbst. Ich denke, er hat was gegen japanische Autos. Irgendwie habe ich auch so das Gefühl. Timothy, ich danke dir für das Angebot. Lass uns bitte gleich wie erwachsene Männer drüber reden, okay? Aber der Angebot, dass ich einen von denen erschießen darf, das lasse ich mir nicht nehmen! Schönes Licht gewusst, Alter. An der Stelle mache ich jetzt den Cut. Wir wissen nicht, was jetzt hier weitergeht. Ich möchte es erklären. Ich habe damals, als ihr in einem Prolog wart und ihr euch für einen entscheiden müsstet, habe ich damals gesagt, wenn ihr euch für Robert entscheidet, dann gilt das für Mark. Mark war aber niemals da im Prolog. Weißt, wenn ihr Robert weggeschickt hättet und der Prolog hat geendet, Mark wäre niemals bis dahin wiedergekommen. Da habt ihr die Entscheidung getroffen, wer heute stirbt. Wer hier jetzt stirbt. Die Entscheidung habt ihr getroffen. Ihr. Nicht ich. Das ist nicht böse. Ey, ich habe auch für mich, er hätte auch für mich gewotet. Ich glaube, ich habe an dem Tag. Es ist schade für mich sehr, weil in der letzten Session bist du echt mega wenig zum Zug gekommen, weil du es sag mit rauskommst. Und auch heute war es vergleichsweise wenig. Dein Charakter hat Potenzial. Aber ich muss bei dem bleiben, was ich am Anfang, am allerersten Tag, noch vor dem Prolog entschieden habe. Und dem bleibe ich noch treu. Einfach weil es für die Story für mich richtig ist und ich da nicht Rücksicht auf den jeweiligen Spieler nehmen kann. Wir sind hier im Roleplay und ich hoffe, das verstehst du. Dass es nichts persönlich gegen dich ist. Eins schwöre ich jetzt schon vor der Kamera. Dieser Simon, dem rahme ich höchstpersönlich meine Scheiße in die Fresse. Ist ja auch nicht hart. Ist das wirklich okay, bitte? Ja, ja. Liebe Leute, mach mal. Ich bin, also. Das war die heutige Session. 10 Milliliter Detektionsmittel ins Gesicht. Ich muss sagen, wie gesagt, es tut mir leid. Es ist halt wirklich schade, weil er auch am wenigsten insgesamt jetzt, glaube ich, bisher dabei war. Ja. Ist es diesmal genau andersrum? In der ersten Staffel war er nur am Ende dabei, diesmal nur in der ersten Hälfte. Also das ist fast schade, weil ich muss sagen, als wir am Anfang den Charakter entwickelt haben, war ich sehr überrascht, weil du kannst da mal ganz kurz noch, wir haben noch so 3 Minuten, bevor wir los müssen, ich räume ein bisschen nebenher schon auf. Du kannst nur mal kurz deine Traits halt vorlesen. Ja, also mein Charakter ist eigentlich so ein bisschen Psycho, überwiegend im Kampf halt. Also sie ist emotional gestört, sie hat ihre Familie selber umgebracht, grob. Die kleine Schwester von Izumi ist einer der ersten gewesen, die zum Zombie geworden sind, hat ihre Mutter gebissen und Izumi hat dadurch einen ganz schönen Schaden wegbekommen. Sie würde im Kampf gegen Zombies vor allem sehr, sehr psychopathisch kämpfen. Also Taktik ist da eher weniger, was sie folgt. Wenn irgendeiner von euch gebissen werden würde, würde sie wahrscheinlich auch ohne zu zögern einfach versuchen, das Ende zu bringen. Ja, sie ist halt eine sehr religiöse Person. Naja. Was hat das denn nur für Vor- und Nachteile? Vor- und Nachteile, naja. Zum einen, erstmal, mein Charakter braucht sehr wenig Schlaf, weswegen ich halt jetzt nicht würfeln musste. Also. Dann halt, dass er nur auf emotionaler Basis sehr schwer zu beeinflussen ist. Das ist ein Vorteil und auch ein Nachteil. Also im Kampf zeigt sie halt kein Mitleid und im Kampf ist sie halt sehr schwer zu kontrollieren und wenig taktisch einsetzbar. So, ich hoffe, wie gesagt, ihr akzeptiert das. Muss ich ja. Ja, wenn irgendwann ihr nochmal. Kommt Robert nochmal wieder? Verrate ich euch nicht. Jawohl, dann könnte der Andreas sich zufälligerweise zum Streit machen, um Robert zu spielen. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, wie es weitergeht, ob wir noch irgendeine Möglichkeit finden. So viel kann ich dir sagen. Nächste Session hast du hundertprozentig frei. Wir gucken danach, wie gesagt, mal weiter. Vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit. Aber. Schieß, war das spannend, Alter. Wir haben übrigens auf einer Karte festgestellt, da stand Tommy. Der war Wahnsinn. Ernsthaft? Tommy war der Creeping Boy. Der allererste, den ich jemals getroffen habe in der U-Bahn, der mit euch in einem Safe war. Ach, dann war das eine alte Karte? Ja. Achso, okay. Ich dachte, das die haben wir doch gefunden gehabt. Ja. Nee, ich schenke dir den Pfand von mir. Ja, ich schenke dir auch meinen Pfand, weil du bist drauf angewiesen. Liebe Leute, das ist deins. Ich bedanke mich bei unserem Kumpel Andreas. Ja, ja. Und das ist deins. Ja, wird nicht vergessen werden. Die haben das entschieden. Blame nicht mich.